Aber sorry, da hast du einen falschen Vertrag ausgehandelt, Junge. Entweder spielst du oder spielst nicht, kriegst du das gleiche Geld. Aber naja, egal. Aber Cibo, guck mal, das sind Dinge, und das ist ja dann auch, wenn Neuzugänge zu mir kommen, die können das erst gar nicht so begreifen, weil die haben ihre ganze Jugend immer in diesem gleichen Schema gearbeitet. Aber es war doch überall so. Knapp. Ja, genau, aber muss das immer so bleiben? Nein, muss es nicht. So, meine Frage ist halt, bin ich... Zeit für Veränderung. Mach. Ja, aber bin ich, wenn doch alle immer von Teamgeist reden und von Teamspirit, wie passt das zusammen, wenn ich dem da drüben nicht alles gönne? Das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Davon bin ich überzeugt. Ich muss nicht richtig liegen. Das muss auch nicht jeder, die Ansicht muss nicht jeder teilen. Aber bei mir, da wo ich Anführer bin, also Trainer, leben wir das so. Okay, wie veränderst du das? Was bringst du den Spielern mit, dass genau das rauskommt? Wir philosophieren darüber. Das wird zum Thema gemacht. Das ist nicht immer einfach. Man spricht es an, man sagt, was man besser machen kann, ja? Was man schlechter macht. Guck mal, jetzt wirst du auch wieder denken, ey, der Knackmann hat sie nicht mehr alle. Aber vielleicht ist das ja auch so, dass viele, die du angerufen hast, immer noch so gut von mir sprechen, obwohl ja alle da draußen sagen, ey, wie kann man überhaupt bei dem spielen? Der so. Also ich sag mal so, ja? Die haben alle gesagt, ja? Super Typ, zuverlässig. Ja? Die haben, also ich kenne dich von Rot-Weiß Essen auch noch, in der Kabine, die hattet um 18 Uhr ein Spiel, du warst aber schon 14 Uhr in der Kabine. Klar. Verstehst du, was ich meine? Also, Junge, du hast Ordnung, du hast Disziplin, alles. Zwar, deine Disziplin ist ein bisschen immer anders auch als Trainer, aber die Jungs haben alle positiv über dich gesprochen. Also da hat aber keiner gesagt, weil die das, was die lernen, diese neue Philosophie, und ja, da komme ich jetzt gleich zu, wie du drauf gekommen bist, als Einzelner so zu denken, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil es tatsächlich dich fürs Leben bringt. In dem Moment, wo du auf dich schaust und wirklich auf das Teamgefüge, denkst du ganz anders. Du siehst das Leben ganz anders. Genau. Du siehst die Sachen, die das Leben mit sich bringt, ganz anders. Guck mal, und das ist halt so, wenn du gerade von Leben prägen sprichst, also wenn es ein Hobby neben, oder Fußball ist mein Leben, ich habe keine anderen Interessen. Das weiß ich, gleich kommen wir genau zum Job, deswegen. Ja, aber da kommt dann das Thema Philosophie. Philosophie ist ein Hobby von mir. So, und ich möchte Dinge in der Tiefe verstehen. Und diese ganzen Phrasen, die alle immer raushauen, auch besonders im Fußball, die hinterfrage ich. Zum Beispiel, da sind wir auch wieder, hatten wir jetzt, glaube ich, wo war es? Marco Reus wird ausgewechselt, schmeißt die Kapitänsbinde hin. Und dann sagt sein Trainer, Edin Terzic, in der Pressekonferenz, ja, ein Spieler muss ja sauer sein, wenn er ausgewechselt wird. Und dann stelle ich die Frage, muss er das wirklich? Muss ein Spieler sauer sein, wenn er ausgewechselt wird? Muss er nicht. Er könnte auch so ehrlich sein und sagen, der Trainer hat vermutlich recht, ich war heute nicht gut. Ich gehe raus und gebe dem anderen die Chance, die Mannschaft besser zu machen. Aber alle haben dieses Denken im Kopf. Der Spieler muss sauer sein, wenn er auf der Bank sitzt. Sonst ist er kein Profi. Totaler Schwachsinn. Das sind einfach Denkmuster, die sind anerzogen, die sind konditioniert. Es gibt andere Wege im Teamsport. Wie denn? Was würdest du machen? Ich meine, wir kennen das klassische pädagogische Prinzip nach Pavlov, das Konditionieren, was du gerade angesprochen hast. Aber wie würdest du das machen oder wie hast du das gemacht? Jetzt ist halt, es ist natürlich nicht einfach, wenn du im Seniorenbereich Spieler übernimmst, die 20 Jahre so getrimmt worden sind. Hm. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, den Jungs auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist ja bei mir zum Beispiel auch. Ja, ich bin der Chef. Das wissen die Jungs auch. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir in so einer Diskussion sind, dann dürfen oder dann müssen oder sollen auch alle ihre Erfahrungen und ihre Gedanken mit einbringen. Weil ich sie hoffe davon begeistern zu können oder überzeugen zu können von meinem Weg. Ich finde das spannend, weil es kann in so einem Gespräch kann es knallen. Wenn die falschen Leute sich gegenüber sitzen, beispielsweise nach einem Training, und Cibo hat das vorhin angesprochen, der eine gibt Gas und der andere ist gerade in ein Loch, dann kann es knallen. Ja, aber das ist aber auch nicht schlimm, wenn es knallt. Guck mal, und jetzt zum Beispiel, das ist das, was ich gerade sagen wollte, deswegen haben vielleicht auch viele Jungs, die bei mir gespielt haben, immer noch eine gute Erinnerung dran. Es war immer so, das habe ich den Jungs auch gesagt, wenn wir uns sachlich über irgendwas unterhalten. Wir sind in der Teambesprechung, in der Gegneranalyse und wir sind sachlich. Dann verlassen wir diese Ebene nicht. Ja. Aber wenn es im Spiel ist und ich rufe zu einem, ey du Spacko, was spielst du da? Dann hat der in dem Moment, und hat der in dem Moment als Spieler das Recht, mich auch so zu titulieren.
Krass. Weil, wenn ich als Trainer die sachliche Ebene verlasse, dann muss ich das dem Menschen, der da drüben auf dem Platz steht, muss ich das auch zugestehen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, als ob irgendeiner von deinen Mitspielern... Ja, Bilal Abdallah. Ich weiß noch genau. Krass. Bilal Abdallah. Ich habe reingerufen, Bilal, du, was weiß ich, du Spacko, was machst du da? Und er ruft raus, Mann, halt dein Maul, du Fettsack. Jetzt würden alle anderen sagen, das ist auch wieder so ein Denkmuster, der darf den Trainer nicht beleidigen. Warum darf er das nicht? Weil er eine Respektsperson ist. Ja, aber er ist doch auch eine Respektsperson. Er ist doch auch ein Mensch. Er will den als Menschen. Und wenn ich ihn als Mensch nicht wertschätze in dem Moment, dann muss er mich in dem Moment auch nicht wertschätzen. Krass. Okay. Hast du mal deinen Trainer von draußen beleidigt? 100%. Aber nicht laut. Ja, genau. 100%. Aber hat dein, da könnte ich dir tausend nehmen. Aber hat dein Trainer nicht laut beleidigt? Auch das kann ich. Okay, und was passiert dann? Was passiert dann? Warum darf er ich nicht? Genau. Und das gibt's bei uns nicht. Das gibt's einfach bei uns nicht. Also wenn du einen neuen Spieler brauchst, Amo ist da. Nein, aber wenn ich mir das Recht rausnehme, Menschen zu beleidigen, dann hat er auch das Recht, mich zu beleidigen als Mensch. Knappmann, ich sag dir, es ist jetzt gerade ein echter Film. Ich habe dich außerhalb des Spielfeldes erlebt. Ich erlebe dich gerade hier drin. Das sind Welten, Welten, Welten. Freut mich. Wo ist der brüllende Knappmann, der sagt, ey, geh mal da hin, ey. Wie kann das sein? Ich verstehe gerade wirklich die Welt. Auch viele Trainer und Mitspieler denken ja wirklich, du bist, klar, du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, habe ich auch. Aber wie kann das denn sein, aber positiv, dass du diese positiv Ideologie hast? Ich meine, wissen das viele Trainer? Sieht man das? Weil das hört man nicht, das liest man nicht. Es interessiert keinen. Oder, nee, das will ich auch nicht sagen, dass es keinen interessiert, aber es ist doch einfacher, ein Bild von einem Mensch zu zeichnen, was der auch nach außen lebt, nach außen, also in den besonderen Momenten auch zeigt. Hm. So. Und wer beschäftigt sich denn mit Christian Knappmann, was er im Training macht, wie der mit seinen Jungs in Vier-Augen-Gesprächen... Wie Christian Knappmann privat ist. Verstehst du, was ich meine? Das sind auch so Sachen. Wie bin ich denn privat? Also ich habe da was gehört, wie ich ganz lieber Familienvater, ja, zwei Mädels zu Hause, genau, tolle Frau und ja, auf dich ist immer Verlass, 100%. Ne, haben mir also, wenn natürlich die Jungs gesagt haben, haben das deine Mitspieler mir gesagt, ja, und ein paar alte Weggefährten. Ich will dich jetzt nicht so viel loben. Wenn wir gerade schon sind, meine Frau, und wir loben uns gerade, du weißt, bei uns ist es mittlerweile Pflicht, wenn du hier bist und die Frau ist zu Hause mit den Kindern, was würdest du denn sagen, wenn die jetzt gerade zugucken? Hallo Mädels, ich hab euch ganz doll lieb und morgen sehen wir uns wieder. Ich hab ja das Familienfest Ostern tatsächlich vorgestern verlassen. Also wir waren bei den Schwiegereltern und das war mir dann da auch wieder zu wenig Fußball. Also habe ich meinen Co-Trainer angerufen und der hat mich in Koblenz oder in Neuwied, da wo meine Schwiegereltern leben, abgeholt. Und mit ihm bin ich dann nachher in den Stadion gefahren und wir haben über Fußball gesprochen. Krass. Ja, und jetzt sind meine drei Mädels sind noch bei den Schwiegereltern, die kommen erst morgen wieder. Aber das dann halt auch so typisch Knappmann. Also, und die Frau? Sind ja meine drei Mädels. Nee, aber süßest du der Frau separat sagen? Was ich der Mädels? Was ich meiner Frau separat sagen? Separat. Schatz, ich liebe dich und ich hoffe, dass du mich noch lange so aushalten wirst, so verrückt wie ich bin. Richtig geil. Knappi, was war dein traurigster Moment? Fußballerisch? So, aber als Spieler und als Trainer sein? Das ist wahrscheinlich schön. Ja, können wir machen. Also als Spieler gab es schon einige. Da gab es sicherlich im Hessen-Derby, im DFB-Pokal, haben wir mit Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Haben es dann ins Elfmeterschießen geschafft und sind da dann leider ausgeschieden, weil Cesar Thier als Torwart den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Aber das war so, boah, da hat man mal gemerkt, wie wichtig so ein Derby für eine gesamte Stadt sein kann. Das war so, ja, Moment, der war sehr traurig. Hast du geschossen? Ich habe geschossen, ja. Aber was meinst du für die ganze Stadt? Was ist dann passiert? Ja, weil es halt, schau mal, Offenbach gegen Frankfurt ist wie Dortmund-Schalke. Und alleine, dass Kickers Offenbach ja jetzt nur noch Viertligist ist, damals noch Drittligist, war das ja schon immer so ein Gefühl für die Offenbacher, weniger wert zu sein. Und dann schaffst du es halt dann schaffst du es, dass dieses Pokalspiel ausgelost wird, du schaffst es ins Elfmeterschießen und scheidest dann
scheidest dann so tragisch durch einen verschossenen Elfmeter von einem Torwart aus. Also diese ganze Dramaturgie, ja, war halt schon ja, für die ganze Stadt offenbar schon sehr, sehr enttäuschend. Ja, weil du halt an diesem einen Tag die Frankfurter hättest überholen können. So, das haben wir nicht geschafft. Und da ist dann schon viel, ja, viel Trauer und oder ja, war viel Trauer mit dem Spiel, viel Tränen sind vergossen worden. Ja, das war schon ein sehr trauriger Moment. Ja, und dann gab es schon einige traurige Momente in der Laufbahn. Als Trainer muss ich ehrlich sagen, hatte ich das Glück, dass ich noch nicht viele traurige Momente hatte. Also ich hatte ärgerliche Momente, aber traurige nicht, weil bis jetzt lief eigentlich alles extrem gut. Ja, und als Spieler, boah, es gab schon Momente, die haben richtig wehgetan mental. Also ich kann mich noch erinnern, da habe ich für Rot-Weiß Essen Elfmeter verschossen gegen Wattenscheid. Boah, das war schon so, da war ich wirklich richtig niedergeschlagen und ja, und davon gab es halt einige Momente. Also diesen einen speziellen traurigen Moment habe ich halt mit Offenbach. Das hätte ich gerne mitgenommen und erlebt, was da passiert wäre in so einer Stadt. Das haben wir nicht geschafft. Und ansonsten gab es halt viele kleine traurige oder viele, viele traurige Episoden. Okay, lass uns mal vom Traurigen weg. Ja? Und sag mal dein schönster Moment im Fußball als Spieler und dann als Trainer. Als Spieler war es immer so, dass dass jedes Tor, was ich gemacht habe, ja, mir einen Kick gegeben hat, weil ich halt ein Egoist war. Deswegen war das auch das Wichtigste für mich, dass ich treffe. Und deswegen war eigentlich jedes Tor so mit der immer so eine innere Genugtuung. Und als Trainer war es halt ja, der Aufstieg mit Westfalia Herne. Aber das war schon was Besonderes. Ne? Also haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Natürlich mussten wir aufsteigen, aber wenn du es dann wirklich schaffst, ja, dann nochmal, klar, ist nur ein Oberliga-Aufstieg, aber das war trotzdem... Es ist egal, ob der Aufstieg ist Aufstieg, ob du, ja, in der Kreisliga aufsteigst. In klar, aber du hast halt nicht so viele Menschen berührt, ja, wie du es getan hättest mit dem Pokalspiel zum Beispiel. Ja. So, aber, und trotzdem war das für mich mit der gerade gestarteten Trainerlaufbahn, war das schon was ganz, ganz Besonderes, den Traditionsverein Westfalia Herne wieder in die Oberliga zu bringen. Ne? Jetzt kennst du ja unsere Sendung, ja, als das Leben von dir einen Richtungswechsel verlangt hat. Ja. Was ist passiert? Da habe ich ja schon drüber, oder hatte ich ja nachgefragt, was meint ihr mit Richtungswechsel? Also, wo der Fußball zu Ende war. Ja. Das Ziel, also Profi, hast du jetzt, ja, nicht geschafft, hin und her. Ja. Was ist danach? Nach dem Fußball gibt es ja noch das normale Leben. Was? Also, ich habe ja 2015 meine aktive Spielerkarriere eigentlich beendet gehabt in Havelse. Und bin da schon. Warst du da? 34. Also ein Jahr nach Dortmund Highlight. Ja, an dem kam erst noch Rüdiger. Ja, genau. 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 Und da bin ich spielender Co-Trainer geworden in Havelse. Und habe dann schon gemerkt, boah, Knochen, jetzt wird es richtig eng mit Zocken. Ne? Und habe dann eine Umschulung gemacht zum Immobilienkaufmann. Aber ich war ja dann zur Anfangszeit bei Westfalia Herne auch hauptberuflich Trainer. So, und erst jetzt, wo die Insolvenz kam, habe ich halt nebenher bei meinem Kumpel in der Firma ein bisschen, oder arbeite ich jetzt auch noch nebenher, aber eigentlich habe ich für mich so mental den Absprung immer noch nicht gehabt. Also ich habe keinen Richtungswechsel. Du bist beim Fußball immer noch geblieben. Ja, und Fußball nochmal ist auch das, was du willst. Ja, aber ich habe ja auch als Trainer jetzt die ersten 3 Jahre davon komplett gelebt. Ich habe da gar nichts anderes gemacht und erst jetzt mit der Insolvenz habe ich nebenher noch ja, das Finanzielle überbrückt, aber das ist für mich nur eine Übergangsphase. Also ich werde auf Strecke hauptberuflich Trainer sein. Das willst du? Ja, und das werde ich schaffen. Okay. Man merkt, du hast Benzin im Blut. Ja. Dann kommen wir zur entscheidenden Frage. Ja. Was würdest du jungen Spielern da draußen raten? Boah. Das erste, was ich jungen Spielern raten würde, oder was ist jung?
Das wäre jetzt meine erste Frage an dich. Reden wir über einen 12-Jährigen oder reden wir über einen 18-Jährigen? Ich sag mal so, ja? Wir reden so zwischen von 15, ja? Bis aufwärts, bis zu 30, bis zu 10 Jahren, wenn nicht sogar jetzt. Weil es gibt sogar viele Sachen, die Leute jetzt noch mitnehmen. Weil der Fußball, sage ich immer wieder, ist nicht nur auf dem Platz, sondern der begleitet dich auch im echten Leben. Ja klar. Und was würdest du da jungen Spielern raten, ob vom Platz als auch neben dem Platz? Also, dann will ich mal ein bisschen philosophisch werden. Es gibt ein Zitat von Seneca, wo er sagt, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind ein günstiger. Und das wäre auch das Erste, was ich Spielern, die gerade so in den Seniorenbereich reinrutschen, raten würde. Macht euch bewusst, wirklich bewusst, was ihr erreichen wollt. Weil ohne ein konkretes Ziel sind alle Maßnahmen, die du triffst, die sind diffus. Und ich glaube, wenn du dich mit 16, 17, 18 aus dem NLZ dazu entscheidest, ambitioniert hochklassig Fußball zu spielen. Und damit meine ich nicht erste, zweite Liga, sondern auch Oberligaspitze oder Regionalliga. Dann muss ich dafür viel opfern, wenn ich wirklich gut sein will. Und das muss ich mir am Anfang bewusst machen. Und dann fällt es dir auch einfacher, nachher die richtigen Maßnahmen dafür auszuwählen. Also nämlich viel Verzicht. Also wenn ich hochklassig Leistungssport betreiben will, dann ist halt auch Verzicht... Was meinst du genau mit Verzicht? Also, ich bin davon überzeugt, dass wenn ich hauptberuflich in der Regionalliga Fußball spielen will, dann muss ich verzichten in dem, dass ich halt dem Fußball... Alles widme. Ja, alles will ich nicht sagen, aber einen Großteil. Also dieses Feiern gehen... ungesund leben, das ist halt, ja, also das sind halt Dinge, die sind kontraproduktiv für ein Leistungsmaximum. Und wenn ich das aber nicht vorher klar definiert habe, mit Freunden, mit Familie, vielleicht auch mit Beratern, dann wird es schwer nachher, sich an irgendwas festzuhalten. So, ne? Und das ist halt erstes, bin ich wirklich bereit dafür, weil guck mal, ich habe jetzt ja, und das, ich merke das ja jetzt immer wieder, ich hole ja ganz, ganz viele Spieler aus NLZs. Und wenn ich mit denen dann sitze und in den ersten Gesprächen und frage, was möchtet ihr erreichen? So hoch wie möglich spielen. Das ist ja einfach so dahingesagt. Mhm. Was ist denn so hoch wie möglich spielen? Erste Liga. Das ist ja so hoch wie möglich. Champions League. Nee, das auch nicht. Also die kennen ihr Ziel gar nicht. Aber wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann weiß ich auch nicht, was ich dafür tun muss. Und das ist, glaube ich, das was ich Spielern, jungen Spielern, oder nicht glaube ich, das rate ich denen auch, macht euch bewusst, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwann mal Regionalliga spielen, das sind jetzt Jungs, die bei mir zum Beispiel dann aufdribbeln, und ich sage, wenn ihr das wirklich schaffen wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, hier unter Knappmann 6-mal in der Oberliga zu trainieren. Auch wenn es kein Geld gibt. Aber wenn deine Passion... Wenn ist, du den Fußball liebst. Ja, wenn das deine Passion ist, Berufsfußballer zu werden, dann, und ich bin mir da bewusst drüber, dann fällt es mir leichter, Entscheidungen zu treffen. Und dann fällt es mir auch leichter, auf Dinge zu verzichten. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich Spielern, jungen Spielern als Erstes rate. Du sagst gerade als Erstes. Mhm. Folgen da noch weitere Steps? Du wolltest noch philosophisch werden, oder war das schon diese? Ja, das war der erste philosophische Stand. Dann wird es irgendwann fachlich. Dann geht es halt darum, bin ich denn auch bereit, also es ist immer so leicht zu sagen, ja, ich will Profi werden und ich würde dafür alles tun. Also mir wird ja oft nachgesagt, ne? Ja, der Knappmann war verrückt, der hat so viel nebenher noch trainiert. Ja, habe ich auch. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, ich hätte noch mehr machen können. Das ist genau die Einstellung. Ich hätte noch mehr machen können. Ich hätte mich noch besser ernähren können. Also jetzt bin ich ja fett, ne? Aber ich war ja schon athletisch. Aber ich hätte noch mehr machen können. Nur das Beispiel. Ja, der Knappmann ist langsam. Ich hätte ja auch daran, also weißt du, ich meine, ich hätte ja jeden Tag trainieren können. Schnelligkeit. Und das werfe ich mir halt jetzt auch noch im Nachgang vor. Ich hätte ja auch noch mehr tun können. So, dann ruht man sich aber auch auf den Privilegien eines Berufsfußballers aus. Rumschimmeln den ganzen Tag und ne, so. Das wären dann halt die ersten fachlichen Dinge, die es dann als Ratschlag geben würde. Ich merke, es gibt noch mehrere fachliche Dinge.
Ich glaube, das würde jetzt die Sendung sprengen. Wer mehr erfahren will, Knappmann ist wie immer Westfalia Herne befreundet und von daher sucht ihn gerne auf, schaut seine Spiele, kommt aber gerne auf ihn persönlich zu. Der hat, glaube ich, ein offenes Ohr für jeden. Nur nicht mitten im Spiel, wenn es 90 Minuten ist, aber spätestens danach oder spätestens lasst ihn so ein bisschen beruhigt haben, dann hat er ein offenes Ohr und kann man die ein oder andere Frage stellen. Ich glaube, da bist du offen für, oder? Logo. Sehr gut. Dann kommen wir zum Stuhlspiel. Chibo. Du weißt Bescheid? Nein. Wir wollen uns boxen, komm. Nein, Stuhlspiel? Ja. Wen meinst du? Also. Ach, Stuhl, ja klar. Jetzt, ja. Muss ich jemanden vorschlagen, ne? Genau, nominieren, also drei Stück. Ja. Wir würden uns auch sogar freuen, ja, wenn das so wirklich von der alten Schule noch ist. Da habe ich auf der Hinfahrt hier dran drüber nachgedacht. Muss das einen regionalen Bezug haben, oder? Nein, der kann auch irgendwo woanders. Also wir fahren auch dahin oder der kann auch gerne hinkommen. Der wird ja bestimmt fahren dahin oder fliegen wir dahin? Also der wird sicherlich auch hier hinkommen. Wir haben auch Schlafmöglichkeiten, so ist das nicht. Genau, aber das ist halt die Frage, ob das für euch interessant ist. Hau raus. Ja, ich würde halt gerne Jungs hier sehen oder Christian Benbenek würde ich gerne hier sehen. Sorry, also Amo kennt ihn wieder nicht. Ja. Ist ein sehr enger Freund von mir, ist jetzt Trainer beim BFC Dynamo Berlin. Bei wem? Beim BFC Dynamo Berlin, beim Regionalligisten. Hat auch viel zu erzählen, sieht die Fußballwelt auch mit anderen Augen. Das wär einer, den ich hier gerne sehen würde, ob sich das machen lässt, keine Ahnung. Stuhlspiel. Muss es in 60 Sekunden sein? Nein, ohne Zeit. 60 Sekunden. Dick. Boah, dann hätte ich gerne Stefan Vollmerhausen hier. Amo, du kennst den, ne? Amo kennt den nicht. War jetzt gerade noch Trainer in Aachen. Ja. Ist jetzt leider beurlaubt worden. Okay. Ist auch ein Trainer, der in der Menschenführung auch schlecht oder kommt schlecht weg in der Presse oft. Okay. Ist aber ein ganz reiner Charakter und würde mich freuen, wenn der sich hier auch nochmal präsentieren dürfte und der hat sicherlich auch viele spannende Dinge zu erzählen. Und drei? Was ist denn mit deinem besten Freund, der jetzt gerade um den Aufstieg spielt? Oder ist er zu hoch für uns? Ja, ich überlege. Guck mal, wenn Knappmann hier war, ist keiner zu hoch für uns. Also wisst ihr was? Das stimmt. Also ist ja ein sehr, sehr guter Freund. Ne? Ja, dann nominiere ich den auch. Ist auch Trainer. Enrico Maaßen von der U23 von Borussia Dortmund. Wäre ein spannender Gast hier. Mit dem diskutiere ich auch oft über meine Außendarstellung. Weil der halt das Pendant zu mir ist. Der ist halt. Mein Gegenpol? Ja, mein Gegenpol ist halt ein totaler Diplomat. Amo, du warst auch mal Diplomat, ne? Du warst auch Diplomat, denke ich. Nee, aber der ist halt wirklich das Gegenteil. Ich weiß nicht warum, aber die sind heute hier am Schießen, Bruder. Hilf mir doch mal! Hilf mir doch einer, ja! Die schießen permanent! Die ganze Zeit haben wir die Klappe! Aber es wäre schon spannend, wenn Enrico Maaßen hier wäre. Weil er halt auch Einblicke mal aus dem Profibereich geben könnte, wie es da ist. Bei Borussia Dortmund auch ein spannender Charakter. Ja, die drei würde ich nominieren. Dann mach das doch mal, dass du die von deiner Sicht mal persönlich mal nimmst. Stefan Vollmerhausen, Christian Benbenek und Enrico Maaßen. Ich will euch hier sehen. Keine Ausreden. Sagt zu, wenn die anbimmeln. Und dann ja, gehört er auch zur Kaba-Familie. Das war eine Folge von Kaba Karriere bei. Wir haben noch eine Sache. Auf geht's, Chibo. Nein, roll den, Bruder! Zieh den so, zieh den du so. Bist Schiri, ja. Du bist doch Schiri, Mann. Bin ich gut. Bin ich gut. Wenn er wenigstens von Samsung wäre oder ja, so. Ja, mein Gott, ey. Okay. XL oder L? 4x X. Ja. Das ist hier eine Kleinigkeit von uns, vom Cover-Team, ne? Oh, vielen Dank. Also ich glaube, das passt dir nicht, aber tut mir leid, Christian. Ja, aber du, ich bin ja gerade dabei abzunehmen. Schön. Von daher, irgendwann werde ich da wieder reinpassen. Wie wir immer heißen, der Coverkabine hinterlässt Spuren. Ja. Wie man die Kabine auch kennt, wahrscheinlich auch in deiner Kabine, ja, werden den ein oder anderen Spielern eine Spur mitgegeben auf dem Weg. Und das soll ich als Andenken extra in schwarz
Als Andenken von unserem Hauptsponsor Mocha Allstar. Liebe Grüße nochmal an Mocha Allstar, der das Ganze möglich gemacht hat. Auch an unseren. Sie sehen, wir entwickeln uns weiter. Wir entwickeln uns weiter. Stetig. Auch mit einem schwarzen Ball. Wieder schwarz. Naja, alles gut. Danke, Jungs. Vielen Dank, dass du da warst. Knappi. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Das war eine Folge von Kaba Karriere Ball mit dem Shootingstar Knappmann, der uns sehr viel über die Ideologie des Fußballs mitgegeben hat, aber auch einiges zu sich selbst. Schaltet ein, nächste Woche, 18 Uhr, wenn es heißt Kaba Karriere Ball. Tschüss! Ah, Kaba, du hörst ja hier mittlerweile. Boom! Ideologie.